So, kurzes Update-Video. Ja, wo ich gerade bin. Ja. So, Option. Erstmal Ton anmachen, falls man schon an ist. Wobei, nee, erstmal das anmachen. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt alles so funktioniert, wie es soll. So, 3D. Ah ja, ein Multiplayer machst du dann mit dem anderen Ding. Ah ja, da haben wir schon die erste Kinderkrankheit. Soweit funktioniert der Auswahl zwar, aber das funktioniert. Aber der Bildschirm ist nicht in der richtigen Position. Das muss ich noch ändern. Das ist halt hier ein erstes Tutorial-Level, da kommt noch was. Pause-Menü. Da kommen wir schon ein bisschen gleich rum. Ja, schauen wir mal nach Urban leicht. Ups. Ja. So, ich muss ja noch. Ganz schlecht. Und ich habe keinen Ton, das ist gar nicht gut. Zettel, wo haben wir es? Wir müssen ja mal die Kinderkrankheiten aufschreiben. Moment, nee, der Ton könnte auch was anderes sein. Anwendungen. Ah ja. Gut, Ton ist es also nicht. Das wollen wir schon mal noch arbeiten. Soweit. Ja, die Tür zu. Ja, gut, die Elemente funktionieren, das ist schön. Ja, Restart funktioniert da. Ja. Das sollte eigentlich alles funktionieren, soweit ich weiß. So, jetzt wird's interessant. Ja. Die funktionieren, wie sie sollen. Gucken wir uns die hier an. Ah ja. Da muss ich aber auch sollte ich vielleicht später auch noch was dran machen. Man sieht, woran man stirbt. Ja, scheiße. So. Ah ja. Hier muss ich noch was machen, also. Tutorial 3. Da funktionieren also die Spikes nicht. Das Level ist zwar sowieso vorbei, weil ich schon nicht mehr rauskomme, aber was soll's. Was aber noch nicht funktioniert, ist der Mehrspieler. Das, also zumindest der Mehrspieler. Welten funktionieren noch nicht. Ich habe schon
Nix gebaut. Weil ich erstmal, weil ich noch diese Kinderkrankheiten hier ausradieren muss. So. Das englische Video, das war im Grunde exakt dasselbe, nur halt auf Englisch. Also, das wird heute nichts mehr. Ich muss machen im Stand nachher ins Bett, weil ich mache morgen früh raus. Oh. Jetzt habe ich die Stachelfallen vergessen. Verdammt. Die Sägen meines Wissens nach funktionieren die alle. Alle, aber genau. Mach's einfach so. Sägen oder Schalter funktioniert. Das passt da. Jetzt probieren wir mal Level 1. Ah ja. Ja, das Glas habe ich schon noch gar nicht in dem Kollisionsmesh versetzt. Muss ich später noch schauen, ob das so funktioniert, wie es soll. Ah ja, da haben wir einen Fehler. Schreiben wir einfach mal schnell auf. Das kann der dann machen, wenn er rechnet. Das kann ich schon schauen, wenn der rechnet. Obwohl, machen wir gleich jetzt. Wo haben wir es? Level 1. Level 1. Das muss. Ja, genau. Kann ja gar kein. Kann nicht mein Endlevel anzeigen, wenn es nicht vorhanden ist. Ich dachte schon, ich habe irgendwas an den Methoden vergeigt, aber. Was derzeit ein Problem ist, ist das Sound. In 2D ging das noch. Da muss man schauen, wie das im 3D funktioniert. Noch. Es geht nicht so schön wie im 2D. Ach, halt. Turn. Save. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ich springe in. Ah! Guck mal. Ach so, nee. Kann ja gar nicht gehen. Ich kann ja noch. Oh, ich hab da noch was drin. Ich kann ja noch gar nicht sterben. Der Spieler 1 ist ja nur tot. Das heißt ja, es geht weiter. Ach ja, mit dem kann ich das ja noch nicht machen. Ja. Genau. Das war's. Bei dem fehlen noch ein paar. Den hatte ich vergessen, ein paar Methoden zu geben, die wichtig
wichtig sind. Erkenntnis in dem fehlt eine wichtige, extrem wichtige Variable. Fuck. Spieler 2 muss ich nochmal über muss noch anpassen. Damit er funktioniert. Eigentlich nicht das größere Problem. Dürfte ich bis Ende des Wochenendes noch behoben haben dann. Die Pro nee, diesmal. Schon mal schön. Verdammt. Ich springe hier schon wieder daneben. Schneller gehen. Am besten so, nee, ich wollte noch testen, funktioniert das jetzt? Ja. Die springen natürlich sofort. Ah! Wieder ein Fehler. Normalerweise sollte da jetzt eigentlich beenden. Jetzt schreibt der Stift nicht mehr richtig. So, nee, 1 ändern 10 kann ich jetzt streichen, das habe ich ja gerade gesehen. Aha. Ich bin froh, dass das jetzt nur ein Block ist. Timer muss ich auch noch einstellen. Ich merke es gerade.
Ja. Die Zeit reicht also nicht. Scheiße. Doch, stimmt schön. Ups. Das passt schön so. Level 1. Zeit erhöhen wir mal noch. 30. Dann sollte es passen. So, hier haben wir schon mal einen Randbein. Die Welten, die werden sich allerdings auch noch verändern, weil da wird noch ein bisschen Dekoration dazu kommen. Ach, blöd. Jetzt springe ich eigentlich schon wieder ins Leere. Fuck. Das hänge ich ja schon an meinem eigenen Test. Ach ja. Sollte ich vielleicht noch eine Stachelfalle einbauen. Puh. Das war jetzt knapp. Was halt auch noch fehlt, das ich im Tutorial einbauen muss, ist Dingsbums. Das ist auch der Clay. Meine Erklärung zur Steuerung. Das war's. Das muss ich sowieso noch einbauen. Ja. 30 sind vielleicht sogar zu. 30 ist wahrscheinlich sogar schon wieder zu kurz. Oder zu viel. Mama. Lass mal 10 raus. Ja, das war's eigentlich. Das war kurz ein Test, wie es läuft und was noch Probleme gibt. Ja. Die Probleme werde ich noch ausradieren. Die kleinen Fehler, was war's? Weil funktioniert soweit, aber das ist nur der Anfangsposition und ja, Tutorial 3, die Stacheln, die lassen, sind zweitrangig im zweiten Spieler und ja, eigentlich nur der Level 2 und jetzt als nächstes eigentlich nur Level 1 Stachelfallen und ja, Level und Spieler 2, das soll ich anpassen. Ja. Das denke ich, schaffe ich bis Ende, Wochenende. So.